Bam, Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask, wo wir mitten in einem Bossfight gecuttet. Und jetzt sind wir hier als Nussknacker gegen den bösen Fledermausmann. Und mal gucken. Wir haben eine Fee, wir haben ein Irrlicht, das hilft uns bestimmt weiter. Und wir haben tatsächlich voll Magie, das ist sehr gut, voll Leben auch. Ich bin zuversichtlich, wir packen das. Erstmal, Alter, ist der gruselig. Junge! Das kannst du doch nicht Kindern zum Spielen geben. Okay. Die Fledermäuse wollen mich. Aber was ich will, ist, mal eben auf die Lichtpfeile wechseln, weil ich habe das Gefühl, Lichtpfeile sind ja bestimmt überall ganz gut. Vielleicht lassen wir das noch. Alter, der ist doch nicht mehr normal. Was ist das für ein Ding? Okay, sie machen mir auf jeden Fall keinen Schaden, solange ich blocke. Das finde ich gut. Ich fahre einfach mal rein. Das hat nichts gemacht, ne? Ich glaube, die Fledermäuse müssen erstmal raus. So wie jetzt. Okay, das klappt irgendwie nicht so ganz, ne? Vielleicht probiere ich es mal nicht mit Magie. Sondern mit dem guten, alten Wirbelschlag. Mit dem Spam. Spam euch alle weg. Ja, sie fallen, wie die fliegen. Spin for the win. Aber ich glaube, der macht da irgendwie neue. Fände ich nicht so geil. Taya, erzähl mir doch mal was. Das ist Gomme. Ja, genau so habe ich mir vorgestellt. Gomez, dieser Kampf wird niemals enden, wenn du diese Fledermäuse nicht los wirst. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, spin for the win, oder? Spin for the win! Ja, 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 ja! Alter, mach doch immer wieder neue. Ja, guck mal, da ist die ganze Schar wieder hier. Vielleicht weiß ich doch nicht, was ich zu tun habe, Taya. Hilf mir. Spin for the win. Okay, das bringt echt gar nichts. Und das ist der Masterschlüssel. Okay. Wir haben den Masterschlüssel gefunden. Immerhin etwas. Kann ich ihn bitte anvisieren? Ich kann ihn irgendwie nicht anvisieren. Taya, mach keine Faxen. Visier ihn an. Dankeschön. Okay. Wir gucken uns mal im Menü um. Also, ob uns frei. Ich kann eine Bombe probieren. Ich kann den Greifer kann ich auch probieren. Den Dekoling will ich definitiv nicht probieren. Hilft uns eine Maske weiter. Der hatte so eine Art Herz da drin, ne? Das einfach von den Fledermäusen gedeckt wird. Also müssen die irgendwie wegmachen. Ich probiere es erstmal mit einer Bombe. Und ich nehme mal das Fischstäbchen. Das Fischstäbchen mag ich ganz gerne. Oh, oh, oh! Komm schon! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nö. Nö, das glaube ich nicht. Nö. Wieso schießt der Junge nicht sein Pfeil? Was für ein... So, jetzt aber. Ja, das hat geklappt. Na endlich. Okay, diesmal hat es nicht geklappt. Warum sind die Fledermäuse noch da? Ich will das Magie, bevor es verschwindet. Huh. Was ist jetzt passiert? Ich glaube, ich habe Schaden bekommen. Irgendwie verschwinden die Fledermäuse nicht mehr.
Das ist komisch. Kann ich das Ding aufmachen, bitte? Oh ja, Herzen, danke. Vorhin hat das so gut geklappt. Da sind die Fledermäuse verschwunden, aber jetzt sind sie immer noch da, nachdem ich die Bombe werfe. Und ich kann halt nicht... Okay, das hat nicht geklappt. Die juckt das irgendwie nicht mehr, habe ich das Gefühl. Die juckt das überhaupt nicht mehr. Ich will mal kurz das ausprobieren. Oh oh. Ich hoffe, ich kann mit dem genauso gut blocken. Sie kommen gar nicht an mich ran, okay. Was passiert? Nicht viel. Hilfe! Hilfe, nein! Okay, ich bin mir noch nicht sicher, was ich... Also, einmal hat es ja mit der Bombe geklappt, aber nachher irgendwie nicht mehr so. Und jetzt sprintet er wie ein Weltmeister auf mich zu, Mensch. Oder kommen da nicht unendlich viele Fledermäuse? Vielleicht kommen da echt nicht unendlich viele Fledermäuse. Und irgendwann sind sie tatsächlich kaputt. Und deswegen ging es dort bei der Bombe, weil die da gerade scheinbar leer waren oder so. Wer weiß. Aber, Irgendwie töte ich sie auch gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Nee, die geht gar nicht mehr kaputt. Hä? What's happening? Okay. Bin mir nicht sicher, was passiert. Es passiert nämlich irgendwie gar nichts. Okay, erstmal wieder abwehren. Die treffen mich auch. Die sind gar nicht da. Hä? Ich glaube, ich habe das Spiel verbuggt, Leute. Aber guck mal, so kann ich sie noch treffen. Guck jetzt, ich blocke nicht. Sie machen mir keinen Schaden. Als ob sie nicht da wären. Oh, ich habe ihn getroffen. Okay, ich mag das Fischstäbchen. Das scheint einen guten Job zu machen. Vielleicht war es auch nur... Ich blocke mal lieber wieder. Ne, die sind echt nicht da. Ja, GG, oder? GG, würde ich sagen. Oh, oh. Bing bong. Scheiße, schon die dritte Nacht. Holy shit. Okay, ein paar Fledermäuse zerstören. Ja, kein Ding, oder? Machen wir ja eh nichts, ne? Da hab ich nochmal. Das funktioniert echt gut. Oder sind die vielleicht echt nur eine Illusion? Ich könnte zum Spaß das Auge der Wahrheit mal auspacken. Vielleicht ist es ja gewollt vom Spiel. Keine Ahnung. Ich bezweifle es zwar irgendwie. So. Na komm. Okay. So weit, so gut. Wie viele Hits nimmst du noch? Hoffentlich nicht zu viele. Also es wird... Ist langsam... Langsam ist okay. Langsam habe ich es geschnallt, dass du nicht allzu helle bist. Genauso wie ich. Wir haben viel gemeinsam. Noch 36 Stunden. Das gefällt mir auch nicht so sehr. Na komm. Das was? Ich will nur mal kurz gucken. Mich interessiert das jetzt wirklich. Ich will kurz das Auge der Wahrheit holen. Und kurz gucken. Nee. Es ist also...
Es ist also echt einfach nur ein Bug. Schön. Ja, kann ich natürlich jetzt auch nichts dafür. Ist halt so. Und wir haben ihn genatzt. Mit Kishima, aber rechts wieder aussieht. Oh, kann ich die Waffe haben, sag mal? Ja, die Waffe bleibt noch. Die bleibt da, ja. Die würde ich mir gerne snacken. Einfach. Nein! Meine Sense. Ja, aber hast einen guten Job gemacht, Fischstäbchen. Die Fee hätte ich gerne behalten, ehrlich gesagt. Aber hey. Hätte rechtzeitig Herzen grabbeln sollen. Dann wäre das vielleicht nicht passiert. Aber ich kriege mir nochmal irgendwo eine Fee. Das wäre nötig. Aber wir grabbeln jetzt erstmal. Oh, ich habe gar nicht auf die Zeit geguckt, Mensch. Scheiße. Naja, passt schon. Vielleicht. Und wir halten den Master-Schlüssel. Wunderbärchen, ist hier noch was drin? Nö. Dann wäre es jetzt eigentlich noch ganz cool, herauszufinden, wo der überhaupt ist, der Master. Das Master-Tor. Wir haben ja immer noch einen kleinen Schlüssel, ne? Guck mal, dort ist der Bossraum. Komm hier, okay, warte mal. Ja, habe ich gecheckt. Man mag es kaum glauben. Aber ich weiß, wofür der Master-Schlüssel gut ist. Ist hier geiler Stuff noch drin? Eine Fee oder so? Zum Absnacken? Come on, man. Da ist eine Bombe. Da war eine Bombe drin. War das... Oder war das die Bombe, die das... War das gewollt, dass die Bombe irgendwie die Fledermäuse irgendwie... Ach, keine Ahnung, Mensch. Blick nicht durch. Aber warte, wir sind doch jetzt in dem Raum, wo ich eigentlich sein wollte. Nee, sind wir noch nicht. Okay, noch einen weiter. Ja, durch. Dankeschön. So. Genau. Ach ja, da. Da oben ist die verschlossene Tür. Oder dort? Das sieht verschlossen aus. Okay, also wir sind jetzt... Wir sind jetzt da. Ja, aber wieso ist links die verschlossene Tür? Und, hä? Also wir sind jetzt von rechts sind wir hergekommen. Ne? Das heißt, die verschlossene Tür, die wir hier oben sehen, links von uns, ist ja dann in der Karte unten. Aber das kann doch nicht sein. Ich check's gerade hardcore nicht. Weil da ist ja dann der Startraum links. Ach nee, warte. Sind hier, oder? Das wäre ja der zweite Stock. Nee, wäre es nicht. Hä? Okay. Okay, aber wir müssen auf jeden Fall eigentlich rechts. Weil rechts ist der Dingens. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Achso, ja, da, natürlich kann das die verschlossene Tür sein, wenn der Startraum verschlossen ist. Ist die Frage, wie komme ich da hin? Die Tür ist auf jeden Fall so ausgerichtet. Ich weiß, ist egal. Man kommt von beiden Seiten, also von, ob der Tempel jetzt umgedreht ist oder nicht, sollte man, glaube ich, bei beiden reinkommen, oder? Okay, auf jeden Fall müssen wir vom ersten Raum aus da irgendwie hinkommen. Richtig? Aha, nee. Ah. Also als der Raum noch nicht umgedreht war, das ist die Tür. Dort, wo in der Mitte die Maus immer rumgetollt hat. Wenn wir dort runtergehen, war dort eine verschlossene Tür, die allerdings kopfüber war. Und die müsste jetzt halt oben sein. Aber wie kommen wir da oben hin, ist die Frage. Auf jeden Fall, also... Da sehe ich jetzt wirklich keine Möglichkeit, dass wir irgendwo aus dem Dungeon da rankommen. Das muss ja aus dem Hauptraum aus geschehen. Sei denn... Nee. Sei denn... Hey, Moment.
Warte mal. Ach nee, 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 ist schon richtig. Vom zweiten Stock aus kommen wir nicht hin. Der zweite Stock ist scheinbar komplett abgeriegelt. Ja, das wollte ich nicht. Hier, die Decke. Ne, beziehungsweise der zweite Stock ist... Ach komm, ich check's nicht mehr, ey. Dungeon ist so kompliziert. Also, wenn es nach mir ginge, würde ich sagen, wir teleportieren uns zum Start zurück. Aber es kann auch sein, dass ich mir wieder mal alles versaue. Oder kommen wir von dort, wenn wir dort sind? Ne, wir können da nicht rüber, oder? Da ist auch kein Greifhaken-Spot. Nee. Okay. Da hat's noch ein Kristall. Warte mal. Was macht der Kristall? Ist hier noch eine Kiste in dem Raum? Karte, wo bist du? Da. Da ist noch eine Kiste im Raum. Okay, ich glaube nicht, dass der Kristall was damit zu tun hat. Ich hoffe, ich glaube da jetzt nichts Falsches. Ich teleportiere mich zum Start. Und hoffe, dass ich es nicht bereue. Jetzt bin ich nochmal hier durch. Ja, bitte zum Eingang. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass wir den Tempel nochmal drehen müssen. Weil, wie gesagt, die Tür, die dort zu dem Durchgang in diesem Augenvieh führt, die können wir nur erreichen im umgedrehten Modus. So, die Tür ist da oben. Da ganz oben. Aber wie zur... Echt? Muss ich echt die Kiste... War die Kiste echt... Die Kiste war gewollt. Die Kiste ist wichtig, auch wenn es eine Scheißkiste ist. Denn da kann ich mich dran grabbeln. Ja, Taya. Ich hab's gecheckt. Sieh doch. Ja. Habe ich mir auch gerade gedacht. Mensch, Genius. Diesmal ganz alleine. Eine Billo-Kiste, die man tatsächlich braucht, Alter. Kann ich mir, aber wie... muss ich erstmal da rankommen. Das ist auch noch so ein Ding. Wie komme ich da ran? So nah komme ich doch da gar nicht ran. Von da vielleicht? Wobei, sehe ich da die Kiste dann überhaupt? Wie ist nochmal? Ah, ich komme ran. Cool. Nice. Bin ich froh, dass es so einfach geklappt hat. Huh. Na dann. Hallo. Dich machen wir easy peasy weg. Oh, vielleicht auch nicht. Kannst du wieder deinen Move machen? Dankeschön. Sehr gut. Ja, du machst das toll. Du machst das toll, Junge. Wunderbar. Er ist tot. Das war ja einfach. Oh, dann kriegen wir noch eine Kiste. Eine Geilo-Kiste? Nochmal ein Schlüssel oder so? Nee, ein Item. Hä? Wir haben doch das Dungeon-Item schon. Die Maske des Giganten. Die Kraft eines Riesen schlummert in dieser Maske. Finde würdige Gegner für diese unbändigen Mächte. What? What? Ich kann das gar nicht benutzen. Okay. Ich behalte sie trotzdem mal im Inventar. Immer noch nicht benutzen.
Aha, okay, und der Bossraum ist geradeaus. Ich hau einfach mal den Kristall und guck, was passiert. Okay, es kommt eine Kiste. Auch wieder Greifhaken-Action. Vielleicht. Ja, sieht so aus. Dann gucken wir mal, dass wir da hochkommen. Fast. Okay. Ach, da ist es ja tatsächlich. Oh, oh. 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 Shit. Weil ich weiß, was ich machen muss. Ich hab's geschnallt. Nein! Nein! Oh. Okay. So, wir zielen. Na, wobei, wir müssen erst warten. Ja, guck. Etwa jetzt. Nice. Jetzt sind wir da. Wir sind da. Ach, ich war. Hä? Okay. Egal. Ich frage am besten gar nicht. Und bevor mich der penetriert. Wobei. Oh, wir brauchen unbedingt Items. Oh, da hinten sind Items. Ich wette mit euch, da ist mindestens eine Fee drin. Das wette ich. Ich muss nur gucken, dass mich das Auge nicht penetriert. Oh ja, hab ich nicht gesehen. Alter, wie viele Töpfe sind hier? Keine Fee? Keine Fee? Oh fuck, Leute. Oh fuck. Oh scheiße. Leute, wir haben keine Fee. Oh scheiße. Es gab irgendwo Feen. Da komme ich nicht so schnell ran. Es ist ja nicht so schwierig zu erreichen, der Raum, glaube ich. Nee, das ist einfach nur vom Hauptraum aus geradeaus und dann. Moment, müssen wir mal kurz gucken. Vom ersten Raum eher nach oben schleudern, genau, und dann, genau. Ja, ist jetzt nicht so heftig. Wäre nicht so schlimm, wenn wir das jetzt verkacken. Ist, glaube ich, eh das Letzte, was wir jetzt in dem Part machen. Von daher, lass einfach mal volle Breitseite reinhauen. Einfach mal Hardcore verkacken. Und dann ist gut. Ich weiß nicht, ob ich die Maske nehmen soll. Maske ist gigantisch. Ich weiß nicht, wie ich das bringe. Ich mache einfach mal. Let's go! Lass so richtig schön reinscheißen. Da ist eine Kiste. Ah, da war ich also schon. Oh. Muss ich. Muss ich da reinspringen? Ich glaube, die Maske war aktiv. Ja, naja. Hi. Ach. Seelenlose Wüstenkriecher. Twinmold. Ja. Hallöchen. Na. Du auch hier, so ein Zufall. Mensch. Ja. Okay, das funktioniert. Gucken wir uns mal an. Okay. Wir sind riesig. Aua, aber es tut trotzdem weh. Cool. Ich kann aber nichts machen, ne? Ich kann nur mein Schwert zücken. Frage ist, wo kommt er wieder raus? Muss ich in Bewegung bleiben? Hätte ich tun sollen. Okay, das. Vielleicht ins Gesicht? Ne, irgendwie nicht. Kann ich.
Die machen die Steine kaputt, aber bringt mir das was? Ach, das drained energy. Scheiße, sag doch was. Drained hardcore energy. Ich kann irgendwie seinen Schwanz anvisieren. Nur die Köpfe und die und Schwanzspitzen sind verwundbar. Wärst du doch nur auch so groß wie diese beiden Ungetüme. Ja. Oh, guck mal, das Maggi. Ich will das haben. Ey. Ich will das haben. Wo ist das Maggi hin? Er ist verschwunden. Unfair. Und ich kann ihn nicht penetrieren. Und was mache ich? Ja, am Arsch ist verwundbar. Aber doch, ich habe ihn einmal getroffen. Und was mache ich, wenn ich kein Maggi mehr habe? Dann gucke ich dummer aus der Wäsche. Leben habe ich auch nicht mehr. Ich könnte mir den Goron schnappen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich steck mich erstmal hier hinten. Hat gut geklappt. Da kommen nur Pfeile aus. Ja, hä? Ohne Maggi kann man das doch gar nicht mehr schaffen. Hä, please. Was soll ich denn da machen jetzt? Ich roll mal ein bisschen umher. Ist hier irgendwas Interessantes? Ich kann ja ohne Maggi jetzt halt nicht mehr... Oder muss ich gar nicht... Muss ich gar nicht groß werden, ist das optional. Mache ich einfach nur mehr Schaden, wenn ich groß bin. Probier's mal. Ja, du musst dich zurückholen, bitte, Link. Dann, Pfeile waren auf jeden Fall hier. Ich habe nur leider kein Maggi. Aber wenn hier Pfeile sind, dann muss ich die Pfeile auch benutzen können, oder? Ja, das war's aber mit mir. Nee, noch nicht. Die Schwanzspitze also auch, ne? Ist hier irgendwo... Sie kommen halt die ganze Zeit unter mir raus und ich sterbe dann einfach so. Okay, ich habe echt keine Ahnung, wie ich das überleben soll. Nee. Weiß ich noch nicht, was ich da machen soll. Auf jeden Fall, was ich weiß, ist, dass wir den Part beenden werden. Und ich muss definitiv mir irgendwie Feen aneignen. Aber ich bezweifle, dass hier einfach Feen rumliegen. Ne, Herzen liegen hier rum, das ist zwar schön, aber das reicht mir nicht. Ist hier was drin, ne? Naja, ich weiß, wo es eine Fee gibt. Nee, da gibt's keine Fee. Da gibt's nur Maggi. Und zwar da oben. Wäre aber natürlich auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, wir werden den Part erstmal beenden. Und ich, muss mir überlegen, wie wir den geilen Zwillingswurm penetrieren wollen. Müssen. Können. Was auch immer. Von daher... Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, wo ist das Ding? Da ist das Ding. Ne, nicht dahin, sondern da unten hin. Ach komm, Link. Mach einfach das... Ach komm, lass dich einfach fallen. Dankeschön. Kriegst jetzt zum Glück keinen Fallschaden. Genau, hier hatte es letztes Mal Magie. Jetzt sind nur noch Pfeile hier. Schön! Geil! Ich freue mich! Wir haben ja überhaupt keine Ressourcen in dem Tempel. Tschüss! Ach, halt doch den Rand!